Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Ambient Music. Und diese Folge wird anders sein als die anderen, weil ich jetzt einfach versuche, in den Flow zu kommen und Ambient Music zu machen. Das heißt, das wird nicht so ein richtiges Erklärvideo. Ich werde dennoch erzählen, was ich da mache und was ich da versuche. Und schauen wir einfach mal, ob dieses Experiment gelingt. Aber bevor wir loslegen, würde ich ganz gerne noch einen Absatz aus der Wikipedia zu dem Thema Ambient Music vorlesen, weil der Artikel das Genre, die Musik relativ gut zusammenfasst. Also die Wikipedia schreibt: Ambient ist eine Variante der elektronischen Musik, bei der sphärisch sanfte, langgezogene und warme Klänge dominieren. Rhythmus und Perkussion stehen bei der Ambient Music im Hintergrund oder sind überhaupt nicht vorhanden. Sie erscheinen als subtile Perkussionstexturen, als Arpeggien oder in rhythmisch eingebrachten Melodie- und Bassverläufen. Häufig wird auch mit räumlichen Effekten, Soundscapes und Feldaufnahmen experimentiert. Vielfach werden elektronische Orgeln, Keyboards, Blasinstrumente eingesetzt. Auch Naturgeräuschkulissen, Sprach und Gesang haben ihren Platz. Die Musikstücke sind meist sehr langsam und lang, bauen sich oft gemächlich auf und gehen ineinander über, wobei sie selten einer klassischen Songstruktur folgen. So, das ist jetzt der erste Teil aus der Wikipedia. Ich lese nachher nochmal einen weiteren Teil vor, den ich auch noch relativ interessant finde. Aber gehen wir jetzt doch einfach mal völlig geräuschlos rüber nach Bitwig. So, ich starte mit einem leeren Blatt, einfach um das Ganze von Grund auf zu machen und dass man im Prinzip alles mitverfolgen kann, was ich da tue. Und wie gesagt, versuche ich auch so ein bisschen zu erklären, was ich da tue, warum ich das tue, warum ich denke, dass das gerade jetzt gut ist. Aber das ist dann alles so ein bisschen abhängig von dem Flow, in den ich da reinkomme. Als allererstes mache ich mal die Audiospur hier weg. Die brauche ich vermutlich nicht. Vielleicht brauche ich die dann doch noch, ich weiß es nicht. Und fange jetzt einfach mal an, alles mit Instrumenten voll zu ballern. So, mein Standardinstrument ist hier der Phase 4, weil ich mit dem schön die Oszillatorenphasen miteinander modulieren kann. Ich nehme jetzt aber einfach auch nochmal einen Polyset mit rein. Dann nehme ich noch einen Polygrid mit rein, den will ich als Subbass dann haben. Dann nehme ich noch einen Polymer mit rein. Und auch wenn Rhythmus nicht so verbreitet ist, nehme ich noch eine, wenn es denn geht, eine E-Hi-Hat rein. Erstmal vielleicht nehme ich auch gleich noch eine E-Kick mit rein. So. Und weil Ambient ja so eine langgezogene Musik ist, beziehungsweise langsame Musik, darf ja eins nicht fehlen, und zwar der Reverb. Deshalb nehme ich den Reverb noch hinein. Ich beschränke mich bei dieser Ambient-Session auf nur Bitwig-Devices, damit man das auch schön nachvollziehen kann. Ich könnte jetzt zwar auch noch andere freie Synthesizer damit reinnehmen, aber warum? Das Prinzip ist, denke ich mal, überall gleich. Jetzt färbe ich das Ganze nochmal so ein bisschen ein, wie ich das normalerweise haben will. Der Polygrid ist bei mir meistens, wenn eins drin ist, der Subbass, und der wird dann braun. Und die anderen mache ich hier jetzt erstmal orange. So. Den V-Reverb, den drehe ich hier mal ordentlich auf. Mach den hier mal so auf. Ja, irgendwo so Richtung 10 Sekunden oder sowas. Mit dem Late Mix muss ich nochmal genau gucken, wie ich das mache. Diffusion drehe ich auch komplett auf, damit das schön zerhallt.
Effekte mache ich im Moment noch keine rein, außer hier habe ich in dem Tank diesen EQ, der mir so ein bisschen die Höhen rausnimmt bei dem Reverb. Und mal gucken, vielleicht baue ich danach noch ein bisschen andere Effekte rein, aber da eh eine Menge Instrumente durcheinander spielen, schauen wir einfach mal, wie das klingt. So generell gehe ich auch hin, gerade wenn ich das jetzt so live mache, packe ich vor diese Instrumente ein Note-Latch-Device rein. Dieses Note-Latch-Device macht nichts anderes, als dass es den Ton hält, den ich gerade spiele. Ich kann hier natürlich auch Clips anlegen oder mit dem Arranger arbeiten, aber ich mache das eigentlich ganz gerne so, dass ich am Anfang auf jeden Fall mit dem Note-Latch-Device arbeite und dann eventuell anfange, Clips anzulegen, die ich dann noch nacheinander spielen kann. Und schauen wir einfach mal. So, den Phase 4, den drehen wir gleich mal in den Reverb rein, so 80% circa. Und wenn ich da jetzt was spiele, hält er den Ton. So. Und eine Sache, die vielleicht noch ganz wichtig ist, ich mache hier hinten dran noch einen Delay 2, damit der noch so ein bisschen im Stereofeld hin und her wandert. Eine Sache, was vielleicht noch wichtig ist, gerade wenn man so langsame Stücke spielen möchte, ist, man hat mehrere Ebenen. Also das eine ist das Instrument und die Variation und die Bewegung des Instrumentes. Dann hat man den Reverb, der den Raum öffnet nach hinten. Je mehr Reverb, desto tiefer und entfernter wird der Sound. Und man hat natürlich mit dem Reverb auch das Delay oder die Reflexion. Und man kann natürlich ein Instrument, was viel Reverb hat oder viel Delay hat, auch nicht wahnsinnig schnell spielen, sonst gibt das einen riesen Matsch. Oder einfach viel Tumult kann man mögen, aber ich denke, Ambient-Musik ist oft eher so die ruhigere Variante, wenn es dann so mehr in dieses Tumultartige, in dieses Laute geht, dann geht es ja eher so in die Noise-Ecke, würde ich das jetzt mal einfach mal sagen. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Noise auch zu Ambient gehört. Das kann sogar sein. Aber ich bin jetzt eher so mehr in dieser ganz ruhigen Ecke. So, und jetzt spiele ich noch mal den Ton und ich gehe jetzt einfach mal erstmal ein bisschen runter mit dem Ton. Nehme den hier jetzt mal. Das ist ein F oder ich kann natürlich auch. Die Tonart ist fast egal. Es muss natürlich, das sollte ein bisschen zueinander stimmen, wenn es so ein bisschen harmonisch klingen soll. Man kann das Ganze aber auch komplett atonal machen. Nur mit Geräuschen muss man natürlich entscheiden. So, beim Phase 4, ich muss mal gucken, wie laut ich denn hier bin. Das ist so laut nicht. Aber ich kann im Master, mache ich vielleicht hier noch ein Tool rein. Ein bisschen nicht so laut machen, weil damit wir noch ein bisschen Platz haben. So, jetzt drehen wir den Phase 4 so rum. Und jetzt kann ich schon mal anfangen, hier was zu verändern. Ich drehe hier mal die Modulation komplett rein. Der hier wird ein bisschen von dem Blauen hier moduliert. Da gehe ich mal ein bisschen. Da ist doch ein bisschen. Da verstimme ich die Töne mal ein bisschen. Stereofeld, so. Jetzt einfach so die verschiedenen.
Oszillatoren durch und probiere so ein paar Sachen. Wir haben hier von der Sinus zu Sägezahn. Wir haben hier auch nochmal einen Sinus, hier nochmal einen Sinus. Gucken wir mal, machen wir hier so einen halben Sinus hin. Den lassen wir auch ein bisschen laufen. Auch schön im Stereo. Nicht zu schnell. Wie gesagt, Ambient Music ist langsame, schwebende Musik. So ein bisschen das Tai Chi der Musik. So, und das ist hier jetzt der Magenta-Oszillator. Den kann ich jetzt hier zum Beispiel ein bisschen reinmischen. Eine Sache noch, wenn man neue Sounds in so einem Lied mit reinbringt, sollte man immer schauen, wenn man sich nicht sicher ist, wie laut dieser Sound ist, den Lautstärkeregler erstmal runterschieben und langsam reinkommen. So, jetzt habe ich hier, da weiß ich immer, Polygrid ist sehr laut. Jetzt gehe ich hier einfach mal rein und wechsle den Oszillator aus mit einem Sinus. Gehe hier 2 Oktaven runter, gehe hier so ein bisschen rein, damit der Obertöne erzeugt. Und da ich weiß, dass der unten ziemlich schnell rumpelt, machen wir den hier auf 30 Hertz. So. Und den können wir auch so ein bisschen hier schweben lassen. Das hört man jetzt nur noch mit guten Kopfhörern oder guten Boxen. Naja, wobei, das würde man nur noch mit guten Kopfhörern und Boxen hören. Ich mache aber die Obertöne ein bisschen dazu, damit sind die höheren Bereiche geht. Mache hier jetzt schon mal meinen ersten Clip und den mache ich jetzt hier mal auf 8 Takte. Gehe da rein und den einen Ton spiele ich auf F. Und ich bin hier viel zu schnell, deshalb gehe ich hier runter auf 60. Dieses Peitschengeräusch kommt von dem Delay von dem Phase 4, den ich hier hinten habe. Was ich jetzt natürlich machen kann, der spielt immer noch. Ich nehme jetzt einfach mal ganz frech einen LFO rein. Ich richte ihn gar nicht an der am Tempo aus. Das ist ein kleiner Tick von mir. Ich kann es nicht leiden, wenn der Playhead hier unendlich läuft. Deshalb packe ich den hier mal rein, dass er hier looped. So. Und jetzt drehen wir an dem so ein bisschen rum, dass der schön moduliert. Vielleicht sogar noch langsamer. Das Ganze noch als Poly, wenn wir verschiedene Töne haben. Dann mache ich hier eine Kopie mit Steuerung und ziehe es mit der Maus runter. Mache hier so ein bisschen was anderes und dann hatte ich ja den
Magenta noch am Start. Hier gehe ich auf Unipolar und drehe den hier so ein bisschen. Das ist alles noch viel zu schnell. So, und vorhin habe ich ja das E-Head reingetan. Gehe ich jetzt auch mal so auf 80% circa. Und das E-Head, bin gerade mal sehr unromantisch, klingt ja so. Klingt schon mal nicht schlecht, da mache ich gleich eine zweite Spur mit dazu. So, das ist das E-Head 1 und das ist das E-Head 2. So, und was ich hier zum Beispiel machen kann, ich mache eine Spur, die ist, sagen wir einfach mal, 16 Takte lang. Und da packe ich eine Note rein. Diese 16 Takte und benutze jetzt einfach mal die Operatoren. Und sage, in diesen 16 Takten gibt es 7 Schläge und die verteile ich relativ weit nach hinten. Ganz relativ leise. So. Und bei dem zweiten Hi-Hat, das auch so klingt, möchte ich nicht, dass das so scharf klingt. Deshalb nehme ich den kompletten Mix hier mit dem Comp-Filter und den FM raus. Dann klingt das schon mal so. Und was ich haben will, ist hier einen langen Attack, den längsten Attack, den ich kriegen kann. Dann kriege ich dieses Geräusch. Mit einem langen Decay. Wenn ich das auch komplett aufdrehe. Bisschen zu lang, so 5 Sekunden. Ist okay. So, dahinter packe ich jetzt zum Beispiel noch einen Pitch Shifter. Da nehme ich eine Ramp Modulator. Und mit dem Ramp kann ich ja bei jedem Schlag sagen, dass er hoch oder runter oder halt einfach modulieren soll. Ich lasse den komplett runter modulieren. Ist gar nicht, müsste glaube ich nur bis hier hingehen. So. Und hier mache ich jetzt einen Takt, der ist 4 Takte. Und innerhalb von den 4 Takten auf dem zweiten. Schlag fängt er an. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt zu schnell oder zu langsam war. Ich gehe hier mal ein bisschen höher. Mal gucken. Ich denke mal, das ist okay so. Und das ist noch zu laut. Das können wir hier nochmal. Kann das Ganze hier ja auch nochmal in Delay 1 reintun. Und lasse das einfach 5. Ja, alle 7. Wir noch mal genauer anhören, wenn es lauter ist. Ich glaube, das ist okay erstmal. Wieder ein bisschen leiser. Dann gucken wir nochmal bei unserem Phase 4, was der macht. Da bewegt sich gerade. Das sollte sich ja eigentlich bewegen.
ist auch der Notlatschern. Ich habe nochmal die Taste gedrückt. Jetzt könnte ich... Der hier oben macht ja auch nichts Spektakuläres. Könnte ich in der Phase umdrehen, aber eigentlich, das wollte ich nicht. Wollte hier in dem Formant so ein bisschen... Das ist ein schöner Effekt. Ich möchte den jetzt aber nicht die ganze Zeit hoch und runter modulieren, sondern nur ab und zu. Könnte ich jetzt mit einem Zufalls, also mit einem Random machen. Ich mache das jetzt aber weniger zufällig mit einem Steps, sodass ich das nehme hier. Achtelnoten ist schön langsam. Wir gehen nicht auf Transport, sondern Free Running. Transport würde bedeuten, da wo ich den Loop gesetzt habe, fängt er wieder von vorne an. Wenn es weniger als 20 Steps sind, kommt er nie an den hinteren hin. So, und rumgedreht habe ich an dem hier, ne? So, das heißt... Den drehe ich bis auf 8 hoch und setze jetzt einfach mal hier so einen... Mach ja vielleicht einfach noch ein paar mehr Steps rein. Und jedes Mal, wenn der hier loslegt, möchte ich... den hier ein bisschen runterdrehen. Irgendwie höre ich den Effekt jetzt aber hier gar nicht mehr. Mal hier öfter machen. Oder ist er einfach zu niedrig? Er scheint zu niedrig zu sein. Okay, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und mit der gedrückten Maus hier rüber gehe, dann lösche ich diese Steps hier wieder. Und den ziehen wir hier so hoch. Ne, der macht ja gar nichts. Wenn er ein bisschen zu niedrig ist, versuchen wir das hier mal so ranzuführen. So, und der ist ja witzlos dann, wobei dann machen wir lieber hier einen hin und den hier weg. Das ist sehr lustig. Eigentlich. Irgendwas übersehe ich ja gerade, weil die werden hier schon genommen und der ist... Vielleicht bin ich hier einfach in der falschen Ecke. So, den Magenta haben wir am Start. Den gelben können wir noch mit reinnehmen. So, was haben wir hier noch Schönes? So. Auf Double. Puls weiter. Mit dem machen wir jetzt mal, den lassen wir ein bisschen rauschen. Den lassen wir richtig heftig rauschen. Und nehmen jetzt noch so einen LFO hier rüber. Na?
würde ja ganz gerne so, genau. Immer ein bisschen schneller. Und da drehen wir mal so ein bisschen das Rauschen rein. Vielleicht ein bisschen viel. Und dann gucken wir mal das Ratio. Und noch ein bisschen Stereo-Rauschen, aber das ist immer noch viel zu viel. Müssen wir hier mal ganz ausmachen. Also, jetzt kommt er immer noch so ein bisschen rein. Schade, dass da immer so ein bisschen die So, und jetzt haben wir einen Suppass hier laufen mit einem F und hier läuft ein F die ganze Zeit. Mehr haben wir noch gar nicht dabei, mit den Heils noch dazu. Der habe ich jetzt total ignoriert. Der müsste ja jetzt gleich hier. Theoretisch können wir da auch ein paar mehr hinbauen. Und natürlich können wir das Ganze hier auch nochmal mit irgendwelchen Modulatoren hier versehen, zum Beispiel auch wieder einen. Ich kann einfach mal einen Random nehmen und gucken, was der so macht. Und den hier auch auf den Decay drauflegen. Und das Ganze machen wir bipolar. Soll ich ihn jetzt bipolar? Jetzt der Bipolar. Und so kann ich hier nochmal bei dem Attack machen. Und die anderen Modulationen lasse ich jetzt einfach mal so, wie sie sind. Könnte jetzt einfach noch hier einen Delay 2 mit dazu packen und da immer ungerade gerade Zahl, damit es so einen Wechselverlauf gibt. Also jetzt ist er wieder hier vorne. So, was ich zum Beispiel noch machen kann, was ich gar nicht im Moment drin habe, ist ein Sampler. Wird ja immer wieder gerne übersehen. Und bei dem Sampler suche ich mir jetzt mal irgendwas mit FX aus. Den vielleicht gleich mal ein bisschen leiser, dass der nicht so reinbrüllt. Und Reverb, dass ich es auch noch, als wäre es gewollt. Was haben wir denn da Schönes? Und was wir hier zum Beispiel noch machen können, was wir gar nicht haben, ist, dass ich hier zum Beispiel noch einen Tool-Device mit rein tue. Und
auch wieder mit einem LFO zum Beispiel, sage, dass dieser Unipolar läuft sehr langsam und einfach leiser wird von Zeit zu Zeit. So, von diesen LFOs, wenn man die denn rüberziehen kann. Ich würde den ja, ich hätte den schon längst, dann machen wir das halt so. Der will da nicht rüber. So, dann machen wir den wieder ganz langsam. Und auf Uni und dann ziehen wir den hier rein. So, das Ganze hier noch so. Können wir zum Beispiel noch eine Kick reinnehmen und die lassen wir zum Beispiel alle acht Takte lang, das ist relativ egal, wo die schlägt, deshalb packe ich sie gleich an den Anfang. So, die Game haben wir relativ lange. Und die kriegt auch richtig viel Reverb, was man ja eigentlich mit einer Kick nicht macht. Aber in dem Fall machen wir das einfach. Und jetzt muss ich dann nochmal die Lautstärke checken. So, jetzt kann ich mir überlegen, ob ich hier vielleicht nochmal eine zusätzliche Effektspur hinbaue und da tatsächlich nochmal ein Delay 2 reintue, in Standardausführung vielleicht, und die Kick eben nochmal da reintue. Machen wir auch mal auf 80%. Ich lasse die jetzt gerade nochmal laufen. Ich glaube, das ist ganz gut. Müssen wir mal gucken. Die 8 Takte dürften okay sein. Das darf sich nicht zu schnell wiederholen. So, alles, was wir jetzt gemacht haben, sind einfach ein paar Instrumente zu starten. Es ist ein einziger Ton. Und haben einfach die Parameter ein bisschen angepasst. Und 8 Takte. Und wie gesagt, bei dem Phase 4, das ist halt so einer meiner
Lieblingsspielzeuge genau für sowas? Die Welle kann ich noch ein bisschen gegenlaufen lassen. So, und jetzt könnte man zum Beispiel auch noch mal überlegen. Ich habe hier ein Tool drin. Nehmen wir einfach mal ein anderes Instrument, sonst vertue ich mich da die ganze Zeit an dem Phase 4. Da kann man auch eine ganze Menge machen, aber nehmen wir doch einfach mal den Polymer. So, oder Polymer. Nehmen wir Wavetable. Mit Wavetable kann man ja auch schöne Sachen machen. Ich habe mir mittlerweile da ein paar zusätzliche Wavetables mit reingetan. Da gibt es auch eine ganze Menge im Internet, die man frei runterladen kann. Muss man aufpassen, dass man da nicht alles total vollhaut damit. Nachher die Auswahl viel zu riesig ist und man nichts mehr findet. Aber so ein paar mehr. Hier habe ich zum Beispiel den Speech, den finde ich ganz lustig. Da habe ich letztens auch mal was damit gemacht. Nehmen wir einfach mal den BA. Keine Ahnung, was der jetzt gleich fabriziert. Auf jeden Fall ist er zu laut, das weiß ich jetzt schon. Und er muss natürlich in den Reverb. Ziemlich heftig und vielleicht noch ein bisschen in Delay. Mal gucken. Gefällt mir jetzt noch nicht so. Was mit dem A? Nehmen wir den Sub hier raus. Hier gehen wir ein bisschen tiefer in der Oktave. Jetzt könnte man natürlich auch einen LFO nehmen, der hier dann die ganze Zeit hin und her wandert. Das möchte ich aber nicht, weil, also den nehme ich jetzt hier, weil ich das anders machen möchte, nämlich mit dem, mache ich das hier mit dem ADSR? Ne, ich nehme den Modulator ADSR. Und moduliert den hier schön durch. So, jetzt mal gucken. So. Schauen, ob wir mit dem nee, das geht mir dann doch. Wenn wir tiefer gehen. Jetzt
Kann man noch schauen, ob wir was mit Unison machen. Ne, das hört sich nicht so schön an. Das hört sich eher an wie so ein Maultier mit Magenverstimmung. So, und jetzt hört man auch an dem Reverb. Denke mal, das liegt am... Ja, da müssen wir ein bisschen die Höhen abschneiden. Und bei dem Polymer könnten wir jetzt einfach hingehen und machen wir den Pitch. Wo ist der Pitch? Da ist der Pitch. Und hier gehen wir einfach hin und sagen, wir stellen das Wheel hier. Nicht so schnell ein und pitchen hier so ein bisschen. Gucken. Das muss noch ein bisschen anders. Das ist alles noch zu viel. Das ist besser. So, und dem Ganzen kann man noch einen Chorus beifügen. Das war jetzt nicht der, den ich wollte, weil das nicht der Pitwick-Chorus war. Das ist der hier. Aber das hier mal so ein bisschen. Also, das war jetzt keine gute Idee, weil ich es in das FX-Chain reingemacht habe. Ich nehme das mal hier raus. So. Ich würde ganz gern trotzdem nochmal hier ein bisschen mehr Tech reintun. Auf jeden Fall mehr Release. Der Tech vorhin war ein bisschen zu lahmarschig. Den können wir zum Beispiel auch alle 16 reinbringen, was vermutlich immer noch relativ viel ist. Und dann packe ich hier in die Mitte irgendwo. Wo war denn der? Da ist denn meine Taste hier? Da ist er. Das müsste das F sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das machen wir jetzt mal einen Takt lang. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Ah, hart an der Grenze. Das kann auch kürzer. So. So, und jetzt gehen wir wieder zu unserem Sample rüber. Das klingt ja so, wenn man es hört. Das ist eigentlich so an sich schon nett. Da machen wir jetzt mal eine Kopie mit Steuerung D. Und hier gehe ich wieder hin. Das ist natürlich...
sagen wir, es ist ein Effekt. So. Und machen das hier auf 8 Takte und dann spielt das. Im Endeffekt ist das hier egal, genau wo das an loslegt. Hauptsache, ich kann dieses Ding hier fassen. Ich kann das nicht fassen. Wann ist das jetzt? Ich viel zu laut. So. Und aus dem hier, da machen wir ein Texture draus. Also eine Granulargeschichte. Freezen das hier ein. Oh, das ist immer noch viel zu laut. So, der geht in den Reverb, der kann auch gerne in den Delay rein. Aber insgesamt relativ leise. Das ist zum Beispiel gar nicht schlecht. Jetzt auch nochmal eine Note rein. Das ist zu laut natürlich. Und den Takt machen wir wieder auf. Machen wir mal 4. Okay, ist immer noch zu laut. So. So, und hier gehen wir hin und packen jetzt mal auch wieder einen LFO rein. Der läuft frei. Den machen wir auf Unipolar und lassen wir den Grains hier jetzt spielen. Da wird es langsamer. Dabei würde ich vorschlagen, dass wir da einen anderen nehmen und das mit einer anderen Geschwindigkeit hier modulieren. Und vielleicht mit einem leicht anderen Profil. Können wir hier noch mal einen Random reinnehmen. Haben wir ja relativ wenig. Das Problem, was ich mit Random immer so ein bisschen habe, ist, dass es nicht reproduzierbar ist. Für so eine Live-Sache ist das okay, oder wenn man es gleich so recordet, ist das okay. Aber Random mache ich ganz, ganz ungern. Bei Sachen, die ich arrangiere. Mal bipolar das Ganze. Ah, ein Sync muss raus.
Ich könnte ja zum Beispiel hier zu den Textures noch eine zweite Note hinzufügen. Hier hinten zum Beispiel. Und die über die... Nee. Hier rüber, über die Operators steuern und sagen, die kommt nur alle dritte Takte vor. Ist sogar lauter. Na, lassen wir mal, vielleicht ist das ja was. Jetzt können wir mal dann den Polysynth. Das ist so ein bisschen Standard. Der ist schon schön leise. Da machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Strings hin. Zeit, lange Release-Zeit. So gar nicht sicher, wie laut der gerade ist. Da drücke ich jetzt zum Beispiel gerade den Akkord F, A und C. Drücke ich F, B und D. So eine schöne Dissonanz. Und löse das einfach wieder mit dem Grundakkord auf. So, was ich hier natürlich noch auch schön machen kann, weil wir haben ja jetzt alles so relativ breit mittig zentriert. Ich packe hier zum Beispiel einfach einen Rotary hinten dran. Die Rate relativ tief, die Amplitude, also wie weit das nach rechts und links schwankt, mal komplett voll und hier vielleicht mit Vorlauf, mit ein bisschen Vorlauf. Kann das zum Beispiel auch hier aus dem Delay und dem Reverb rausnehmen, einen langen Release dazu machen. Jetzt habe ich jetzt noch ein bewegendes Element drin. So, mit dem Regler bringe ich den Polysynth dazu mit diesen zwei Oszillatoren, dass der Oszillator den hier so ein bisschen moduliert. Vielleicht noch ein bisschen Noise reinmachen. Ich kann zum Beispiel den Subbass auch mal hier ausmachen. Der muss ja nicht die ganze Zeit laufen. Beziehungsweise könnte ich jetzt hier hingehen, einen leeren Clip machen. Den mache ich jetzt mal auf Länge 7. Mache jetzt so Next Action Geschichten. Der hier geht 8, das heißt, machen wir den 16, dass der zweimal durchläuft. Und danach soll er auf den nächsten abspielen. Der ist 7 lang. Und er soll noch 7 einfach wieder auf den vorherigen. Jetzt lasse ich das mal abspielen. Das heißt, ich habe immer so eine Zeit, da spielt hier der Subbass. Wie jetzt zum Beispiel. Und dann eine Zeit, da spielt er nicht.
Ich glaube, die Textures sind immer noch ein bisschen laut. Und dasselbe könnte ich hier mit den Hi-Hats hier unten machen. Einfach eine zweite Spur anlegen. Könnte hier zum Beispiel das hier statt einfach duplizieren. Und hier das Ratcheting nehmen. Und sagen, du spielst mir jetzt ganz schnell das Ding hier. Hast aber dafür, das ist der Clip hier, statt einer Länge 4 hast du 8. Der 4er können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, der 4er spielt 3 mal, also 12 Takte. 3 mal 4 sind 12. Dann soll er den nächsten abspielen. Der 8er wird einmal abgespielt, also nach 8 geht er wieder zum vorherigen zurück. So. Gucken, was das wird. Habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst, das war hier bei dem. bei dem hier. Wollte eigentlich das mit dem hier so machen. Theoretisch kann man das ja gleich machen. Dann würde ich hier aber das Ratcheting wieder rausnehmen. Da habe ich das Ratcheting drin. Das ist vorheriger. Da muss ich dann da muss ich hier sagen, das sind 16 Takte. Machen wir einfach mal nach 20 Takten. Nächster abspielen. Der macht dann nach 8 wieder vorherige. Jetzt lasse ich das mal hier laufen. Das ist noch viel zu brav. Dann machen wir den um die Hälfte kleiner. Und einfach mal noch ein paar dazu. Jetzt probieren wir das nochmal. Das Delay 2 wird das natürlich schön hinher geworfen. Ist mir aber immer noch viel zu brav. Probieren wir es nochmal. So gefällt es mir. Immer noch viel zu laut. Was wir hier vielleicht noch machen können. Ist einen EQ reinlegen. Und eine Menge von den unteren Frequenzen wegnehmen. Lassen wir den nochmal von Anfang an laufen hier. Oben glitzert was mit, das will ich glaube ich nicht. Ich muss mal ein bisschen lauter hören. Ja, so ist schon besser. So. Und der Phase 4 spielt ja schon eine ganze Weile. Den jetzt einfach mal ein bisschen rausdrehen. Die Kick können wir mal auch ein bisschen leiser drehen. Den Subbass können wir gleich mal. So generell muss man diese Spuren nicht offline schalten. Man kann sie ja auch einfach nur
leiser schalten. Was meistens auch die bessere Idee ist. Also lieber die Clips laufen lassen und leise schalten. Macht es natürlich in der Übersicht nicht einfacher. Muss ich dann immer nach dem Lautstärkeregler richten. So, die E-Kick auch nochmal ein Stückchen leiser. So, wo habe ich denn den Polysynth? Den habe ich zwar Den Polymer können wir auch mal ein bisschen leiser machen. Bei dem Polysynth können wir vielleicht mal so einen Latch, einen Note-Latch reintun. Dann hält er einfach den Akkord. Und ich mache jetzt so ein bisschen einen invertierten Akkord. Nicht ganz so kratzig. Und kann den Supers noch ein bisschen reindrehen wieder. Der jetzt gerade in den leeren Bereich rüber wechselt. Perfektes Timing. Der spielt immer noch. Der Phase 4. An dem kann man jetzt einfach mal ein bisschen weiter spielen. Bei dem, was mir gerade auffällt, weil er läuft nur einmal ab, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, der kriegt eine Wahrscheinlichkeit von, sagen wir mal, 80%, dass er spielt oder nicht. Eigentlich sollten wir hier nochmal einen EQ reintun, weil ich gehe hier ja schon sehr in die tiefen Frequenzen rein. Und da unten rumpelt es gewaltig. Machen wir wieder bei 30 Schluss. Oder absenken, sagen wir es mal so.
So, dann können wir hier nochmal zum Beispiel einen Step reintun. Dann Free Running. Das Ganze mit. Können wir hier rechtsklicken und sagen, wir hätten ganz gerne, was hätten wir hier denn? Fibonacci? Na, aber nicht mit einer geraden Anzahl, sondern wir machen 19, nochmal rechtsklick, generate Fibonacci, dann machen wir den so. Und da sagen wir einfach, da hinten modulierst du einfach nichts mehr. Schön wäre, wenn ich das jetzt so in der Mitte spiegeln könnte. Kann ich aber nicht. Kopiere ich jetzt mal. Mal gucken. Wenn ich das jetzt invers mache. Nee, das war das falsche Invers. Nochmal Invers. Ich wollte Revers, glaube ich. So, und wenn ich jetzt nochmal Paste mache. Na. Nochmal Copy Steps. Transform, Reverse und Paste Steps. Ne, macht er leider im Speicher mit, sonst hätte ich das schön hier hin vorne. Dann versuche ich es einfach von Hand ein bisschen zu zeichnen. So. So. Die Kick ist jetzt leise genug. Könnte man sich höchstens noch überlegen, ob die E-Head vielleicht sogar noch ein bisschen leiser kann. Dass sie nur so ein bisschen im Hintergrund nadelt. Den hier habe ich jetzt auch nicht mehr bewusst wahrgenommen. Weiß nicht, ob der wirklich zu leise ist. Der wandert schön hin und her. Jetzt stand ja in der Wikipedia was von Orgel und wir haben ja hier eine Orgel am Start. Und ich könnte ja auch immer noch mal den anderen Teil aus der Wikipedia vorlesen. Hatte ich ja eigentlich versprochen. Deshalb machen wir den Bereich jetzt einfach mal leise. Den auch noch mal leise. Jetzt kann ich mehr was meinen. Ja, das alles ist schon extrem leise.
mache einfach mal meinen Kopfhörer leise. Manchmal geht das schon ein bisschen hoch. Da ist das schwierig. Ich denke mal, das ist schon okay. Ambient soll jetzt auch nicht brüllend laut sein. Den habe ich immer noch nicht. Immer wieder ein bisschen lauter machen. So. Jetzt kann ich auch noch was zu dem Thema Ambient und Geschichte aus der Wikipedia vorlesen. So, und zwar in der Wikipedia steht: Der Futurist Francesco Balilla Bratella trat in seinem technischen Manifest bereits 1911 für Atonalität und irreguläre Rhythmik in der Musik ein. Luigi Russolo kündigte als Musik der Zukunft in seinem 1913 veröffentlichten futuristischen Manifest L'Arte dei Rumori die Geräuschkunst an und schrieb wie Bratella entsprechende Musikstücke. Russolo gilt heute als Wegbereiter der synthetischen Musik. 1920 komponierte Erik Satie die Musik als Möbel, Musique d'Ameublement Furniture Musique, die als Frühform von Ambient angesehen werden kann. So, und jetzt kommt für viele der wichtige Teil. Als Begründer des Ambient gilt aber das frühe Roxy Music Mitglied Brian Eno, der den Stil mit der Veröffentlichung seines Albums Ambient One Music for Airports geprägt hat. Die Veröffentlichung war tatsächlich als Musik für öffentliche Gebäude wie Flughäfen gedacht. Sie hatte den Anspruch, sowohl für Durchreisende als auch für Wartende angenehm und interessant zu sein, selbst wenn die Wartezeit so lang ist, dass das Album mehrere Male hintereinander gespielt wird. Und das finde ich halt auch so das Interessante. Wir sind jetzt schon eine Stunde durch. Ich hoffe, das ist noch nicht langweilig. Wenn ihr mich nicht mehr hören könnt, ich bräuchte zwei Kanalton. Ich versuche extra nicht so wahnsinns laut zu reden, damit das nicht so komplett die Musik übertönt, auch wenn die Musik immer so ein bisschen weggedrückt wird, wenn ich spreche. Aber ist auch doof, wenn ich gegen die Musik anschreien muss, die eigentlich sowieso leise ist. So. Ich mach den Polymer mit der Stimme mal wieder ein bisschen lauter. Ich hab den total verdrängt, den Sound. Ich kann auch noch mal versuchen, ein paar Ambient-Geräusche reinzutun. Einfach auf eine Spur zu legen, dann kann ich ja jetzt. Wenn wir schon bei Aircraft sind. Wir gucken mit dem Polymer, wie laut der ist. Ja, habt ihr den gehört? So, was nehmen wir denn für eine Ambient-Spur? Ich mache jetzt erstmal von Hand eine Audiospur hin. Und die wird bei mir auch wieder grün, weil es Effekt ist. Und auch leise.
Café, City Pizza. Pizza ist immer gut. Large Entrance. Was war noch? Inside Museum. Metro Station. Shopping Mall. Ich hatte Regen, könnten wir noch machen. Forest ist auch schön. Forest. Und das Ganze schieben wir auch ein bisschen in den Reverb rein, zur Hälfte auf jeden Fall. Gucken wir mal, was passiert. Gehen wir hier mal ein bisschen lauter ran. Können wir gleich noch mal gucken. Das Café können wir hier als zweiten Clip mal reinziehen. Ja doch. Den können wir hier vielleicht nochmal reinziehen. Der sieht ja hier eher leer aus, würde ich mal sagen. Vielleicht ist der ja sogar kaputt. Man weiß es nicht. Museum. Machen wir den hier mal. Ach, der kam ja jetzt. Was war das jetzt? Kaffee? Braucht er einfach eine Weile, weil der... Vielleicht braucht er einfach eine Weile. Weil es könnte sein, dass es ein größerer Track ist. Den habe ich hier jetzt gestoppt, bis er ausschaut. Bin nicht überzeugt. Was habe ich hier? Das City Plaza. Nehmen wir den mal so lang. Nehmen wir hier die Dance Crowd. Und hier habe ich auch nochmal irgendwas verbrochen. Der ist jetzt hier weg. Nehmen wir hier den mal rein. Da habe ich irgendwie was Komisches gemacht. Dann Regen ist auch immer ganz schön. Mal noch reinnehmen. Das sind so kurze Samples. Ocean hätten wir noch. Kann natürlich theoretisch da mehrere gleichzeitig laufen lassen. Und der hier läuft es. Relativ leise. Was vielleicht Sinn macht, ist, dass wir das alles in der Gruppe reintun. Falls das dann doch zu laut wird. So. Den Jahr mache ich hier mal leise.
Den Phase 5 mache ich auch mal ein bisschen leiser. Den Polysynth mache ich auch mal noch ein bisschen leiser. Vielleicht können wir ein bisschen lauter wieder machen. Zwar beide. Einfach mal komplett alles so weit rausdrehen, dass wir nur noch Ambients haben oder fast nur noch. Jetzt gehe ich mal die Orgen an. Die Orgen kriegt natürlich auch schön Reverb. Und kein Delay 2. Dafür hier einen Delay 1. Schön mit der dritten und einen Haufen Feedback. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie die sich anhört. Leise genug müsste sie sein. Umschalten. Oh, noch was Schönes. Ein Filter rein. Den packen wir in den NoteFX hier rein. Und dann ADS eher. Mal überlegen. Wenn ich den hier so reindrehe. Der Loop loopt nicht automatisch. Kann das sein? Oder habe ich das mit einem Tastengriff jetzt gerade alles ausgemacht?
Der Loop loopt nicht. Jetzt loopt der Loop. Der Lump. Die hier mal weg, dann ist es eindeutiger, welcher Loop hier läuft. Hatten wir da, wir hatten noch Aircraft hier, ne? Bisschen Regen dazu. Bisschen Pizza dazu. So ein bisschen rumexperimentieren. Weiß nicht, was jetzt passiert. Ist nicht so spannend. Relativ kurz, oder? Die Pizza, wo ist die Pizza? Das ist der Regen. Benennen wir das mal, sonst suche ich das die ganze Zeit. So, und das müsste die Pizza sein, glaube ich. Genau, Pizza. Noch höre ich keinen Pizza Rumble. Oder ich. Ist das Umgebungsgeräusch. Das.
Nee. Applaus brauchen wir da erstmal nicht. Und das ist Aircraft. Okay. Was wir natürlich auch machen können, ist die Pizza, weil die nicht wirklich so, die Pizza gehen wir jetzt mal auf Elastic Eco. Das ist nicht schön. Das war es dann mit 36 oder so, ne? Irgendwie. Den muss ich nochmal neu reinziehen. Die Pizza. Na, jetzt finde ich sie natürlich nicht mehr. Oder ist das Piazza? Das wäre auch noch der Hammer, ne? Ambience. Glaube ich denn, dass meine Pizza Ambience hin da? Plaza. Pizza, Plaza. Was ist der Unterschied? So. Nimm das mal aus dem Reverb raus, dafür einen Delay und den Ticken leiser. Kann man auch mal hier einzeichnen. So, alles falsch. So ist richtig. Genau, das ist natürlich alles viel zu lang. Wenn ich nur so einen ganz kurzen Akkord spielen will. Das sind 16. Ich will, wenn überhaupt, glaube ich, 32. spielen. So, und den machen wir jetzt gleich mal 4 lang. Gucken wir mal. Genau, den machen wir nicht 4 lang, sondern 8 lang. 18 wäre auch nicht schlecht. So, und dann ziehen wir den hier. Mal schön auf die 6 am besten. Ich wollte jetzt keine Kopie machen. Dafür den hier länger. Da ist er. Und zwar als Achtel. Und den hier 11 lang.
So, immer schön unterschiedlich, damit die nicht so regelmäßig hier reinkommen. Wir können auch den Polymer mal wieder ein bisschen quatschen lassen. Ein bisschen laut. Dann können wir den, wenn ich ihn finde, den Suppers wieder. Da hinten ist er. Wieder reindrehen. Achso, ich bin gerade am Falschen. Ich dachte, ich wäre bei den Hi-Hats. Ah, das ist gut. Die drehen wir ähnlich auf. Er spielt immer noch, ich höre ihn. Und die Pizza lasse ich jetzt Pizza, auch wenn sie Plaza ist. Jetzt machen wir die Stimmung so ein bisschen durch den Lärm angespannter. Hier zum Beispiel noch einen LFO reinmachen. Den wieder ziemlich langsam. Dann läuft auch frei. Und da zum Beispiel den Filter noch beglücken. Wenn das immer noch nicht so schnell ist.
Oder war das zu viel mit dem... mit der Modulation? So, wie lang ist der denn? Der ist 27 lang. Dann könnte man zum Beispiel sagen, machen wir hier nochmal einen leeren hin. Mit 3. Dann machen wir jetzt hier wieder diese Next Action. Nach 27 spielst du den nächsten. Und nach 3 spielst du wieder den vorherigen. Dann haben wir von den Vögeln ab und zu Pause. Dann hier die Pizza. Die ist lang. So, dann machen wir hier, dass wir da auch mal... Quatsch. Dass wir da auch mal Pause haben. Machen wir da einfach mal 11. Und nach 11 spielst du wieder den vorherigen. Und hier war es 86. Nach 86 spielst du den nächsten. Das heißt, ich spiele den mal ab. Und da haben wir den Regen. Bleibt der hat knapp über 13, also einfach mal 13. Und dann machen wir jetzt auch 5. Warum nicht? Den vorherigen. Den machen wir nach 17. Dann loopt er halt ein bisschen zwischendurch. Und spielt den nächsten ab. Der geht jetzt auf Pause kurz. Das Aircraft habe ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Okay. Der ist so lang nicht. Hat die Länge 7 circa. Dann machen wir es jetzt ein bisschen andersrum. Der kriegt hier 25. Und dann spielt er den vorherigen. Der kriegt 7. Und dann spielt den nächsten. So. Das ist der hier. Da hat man noch einen relativ kurzen. Auch nochmal Zikaden oder sowas, ne? Der ist auch 7. Und nach 7 spielst du den nächsten. Und der nächste ist jetzt einfach mal 35 lang und dann spielst du wieder den vorherigen. Einfach völlige Willkür. So, lassen wir den nochmal abspielen hier. Den müssen wir bei den Reverb reinschicken. Wegen dem Fade. Lass mal gucken, der ist im Reverb drin. Der ist im Reverb, der ist nicht im Reverb drin.
Ich pack den jetzt mal so ein bisschen in den Reverb mit rein. So. Da packe ich jetzt mal mehr rein. Den hier unten mache ich auch mal länger hier. Die E-Kick ist schon fast verschwunden. Die müssen wir wieder ein bisschen reinnehmen. Haben wir irgendwie vielleicht noch einen schönen Donner? Nee, ich glaube, ich habe keinen schönen Donner. Das ist so ein bisschen wie unsere Mellodrone Jam Session am Sonntag. Manchmal ist die, nein, nicht manchmal, die ist ein bisschen vielseitiger. Weil die Mellodrone ist mehr eine Droning Session. Und das ist dann schon ein bisschen mit mehr Action teilweise. Zwar auch so lange Sounds und so weiter. Aber Ambient ist halt, ja, Umgebungsgeräusche, Musik. Könnte jetzt mal, na, ich glaube, das aber. Wenn ich jetzt Roboterstimmen reinbringe, das ist nicht wirklich hilfreich. Könnte Hunde reinbringen. Ah, der sticht jetzt doch wieder hervor. Könnte ich natürlich jetzt auch hingehen mit den Expressions. Dann muss ich das natürlich hier anmachen. Die Velocity muss aktiviert sein. Wieso?
Jetzt bin ich gerade. Moment. Wo stelle ich nochmal die Lautstärke ein? Spray, das ist der Spray hier, genau. So. Das heißt, der kann so oder so laut sein, aber standardmäßig sollte er nicht über so laut sein. Sonst ist mir das ein Ticken zu laut. Gucken wir mal, wie es hinhaut. Mal gucken, vielleicht ist das ja was. So. Die Pizza ist jetzt ziemlich laut hier. Und die Waldvögel. Schon relativ viel Wald immer. Aber 27 hier raus. Gehen die mal auf Pause. Wären wir noch woanders? Das ist der hier. Mag ich immer relativ weit rüber. Das darf der ruhig. Und spielt immer noch brav seinen einzigen Akkord. Den könnten wir eigentlich auch hier nochmal per Tool. Können wir direkt eigentlich auch im Instrument machen, aber wir haben es ja per Tool nochmal. Was nehmen wir da für einen Modulator? Wieder ein LFO? Nee, ich würde sagen, wir nehmen dann Steps. Machen das jetzt einfach mal anders. Und zwar. Oh, das. Probar. Transform ist so. Positiv-Shift. Wenn wir das hier. Dann machen wir hier Smooth Factor. Können den einfach ein bisschen hier leiser machen. Transport muss natürlich weg in dem Fall, wenn ich nur mit Clips arbeite. Relativ ruhig. Kann man hier wieder laut machen.
nicht 16 Steps, sondern irgendwas Ungerades, 19. Eine Bar scheint immer noch relativ schnell zu sein. Einmal zwei Bar, also zwei Takte. Im Endeffekt passe ich ja jetzt einfach nur verschiedene Parameter an. Guck, dass die alle so ein bisschen polyrhythmisch, polymetrisch laufen. So unterschiedliche Längen haben, die sich wiederholen. Der ist immer noch. Vielleicht sollte ich bei dem zusätzlich noch eine Wahrscheinlichkeit reinbringen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich den so auf 70 circa runtersetze. Dass er kommt oder nicht. Oder machen wir mal noch weiter runter auf knapp über 60. Ich wollte ja noch den Hund reinbringen, ne? Ich habe was vergessen. So, dann machen wir hier eine neue auf. Gehen wir mal ein bisschen runter. Das nennen wir Dog. Das kommt hier erstmal weg. Ein Growl. German Shorthaired Border Collie. Nehmen wir mal hier den Growl. Der macht hier. Das wollte ich nicht. So, dann machen wir das vielleicht so. Anderen abspielen nach 9. Das ist ein bisschen lang. Da werde ich das doch tatsächlich hier so. Ich glaube, hier muss ich das begrenzen. Probieren wir das hier nochmal. Der ist jetzt nicht mehr 9 lang, oder? Der ist jetzt nur noch knapp 2. Sehe ich das hier irgendwo? Nee, sehe ich nicht. Da müssen wir sagen, noch 2.
Das müsste jetzt 3 sein, glaube ich. Zum vorherigen. Und der hier. Der hat 7,1 quasi. Nach 7,1 zum nächsten. Und der hier weiß dann gar nicht, was los ist. Mal gucken, ob das so laut ist. Genau, dann geht der hier los. Jetzt gucken wir mal den hier. Der muss lauter, glaube ich, ja. Gab's doch auch die Möglichkeit. Konnte ich in den Clips selbst nicht auch die Expressions. Jetzt gedacht, ich habe hier bei den Audios ähnliche Möglichkeiten mit dem Expression Spread. Oder habe ich jetzt einfach falsch geguckt? Das sind die Operatoren, die brauche ich nicht. Da kann ich mit dem Panorama rumspielen. Die Lautstärke ist aber... Nee. So, und jetzt sind wir schon in der zweiten Stunde. Und der Jomann der ist da immer noch. Jetzt haben wir hier Ambiente. Laufen, das läuft eigentlich hier ganz gut, auch wenn es alles ein bisschen falsch eingefärbt ist. Das ist irgendwie okay. Also können wir mal zusammen gucken. Wir haben hier den Phase 4 mit etlichen Modulationen, die wir im Laufe hier hinzugefügt haben, über die verschiedenen Oszillatoren hier. Dann auch noch über den Filter, über die Formanten hier. Dann
Dann haben wir einen Polysynth mittlerweile, der so ein bisschen Strings-mäßig spielt. Der mit einem Rotary hin und her gefahren wird, mit einem Tool lauter und leiser gemacht wird. Vor dem Phase 4 in dem Polysynth habe ich hier einen Note-Latch, damit ich nur einmal die Taste drücken muss und dann wird die einfach gehalten. Bei dem Organ habe ich einen Filter und im Prinzip ein Akkord, der in Inversionen und in unterschiedlichen Längen spielt. Dann habe ich den Polymer mit einer Wavetable, wo ich so einen Typ da halt quatschen lasse. Dann die ganzen Ambient Sounds mit Vögelwald, Pizza, Plaza, Regen und die so ein bisschen automatisiert mit Next Action, dass die auch mal aussetzen, nicht die ganze Zeit durchlaufen, nicht die nicht ständig an- und ausschalten muss oder leiser und lauter machen muss. Dann den Hund haben wir hier unten noch. Dann mit dem Sampler. Und das Sampler hatte sich halt so angeboten, habe ich es einfach mal durchgespielt. Dann das gleiche nochmal im Texture-Modus. Einfach die Grain Size und die Motion Size ein bisschen verändern, laufen lassen. Normalerweise würde ich jetzt diesen Play-Cursor noch so ein bisschen hin und her laufen lassen, ein bisschen auseinander, wieder zusammen und sowas. Aber war in dem Fall einfach nicht nötig. Einfach hinhören, was tut dem Sound gut. Ja, der Hund kommt relativ häufig. Da sollte ich hier vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen. Fällt mir. Immer wenn einem was auffällt, ist es vermutlich schon zu häufig. So, hier habe ich auch nochmal einen Audio. Cricket Ambience Evening, Jungle Distant Bird Vietnam. Und zusätzliche Vögel am Start. Dann eben, wie gesagt, hier diese zwei Sampler. Hier unten der mit dem Texture-Modus und dem Freeze-Modus. Dann ganz einfacher Subbass mit zwei Noten auch wieder auf dem F. Und wieder einem Aussetzer-Clip über Next Action. Dann Hi-Hat mit ein bisschen Variation bei Attack und Decay in der Standardausführung und einem Delay 2. Mit Abwechslung hier nochmal, wo nochmal das Ratcheting zum Einsatz kam hier. Nochmal eine Hi-Hat 2. Wo ich den Comp-Filter und die FM-Modulation komplett ausgeschaltet habe im Mix und Attack und Decay auf voll gestellt habe. Das können wir jetzt auch nochmal lauter machen. Hinten dran ein Pitch-Shifter mit einem Ramp-Modulator, der einfach den gesamten Sound so ein bisschen nach unten driften lässt und hinten dran Delay 1. Ja, auf dem 7/16 das Feedback bzw. das Echo, nicht das Feedback. Ich hätte jetzt gern nochmal, ich drücke das mal hier, ich bin ungeduldig. Und natürlich ist das auch hier nochmal im Reverb drin. Das könnte man eigentlich auch in den Hups, in den Delay 2 ein bisschen reinschmeißen. Mal gucken. Ist eigentlich sogar fast schöner, dann füllt es noch so den Hintergrund aus. Dann hier eine Kick, die alle 8 Takte sogar schlägt. Hab die schon lange nicht mehr gehört.
nochmal. Da ist er. Die auch ganz stark im Reverb drin ist und im Delay 2. Und dann noch zwei Sendspuren mit der Reverb, wo eben die meisten da reingehen. Und ein Delay 2 und da habe ich jetzt nicht so viel drin. Ich glaube, der Hund ist einfach zu laut. Den habe ich zu laut gemacht. Eben Reverb und Delay 2 als gemeinsame Hall- und Effekträume. Ich werde auch immer mehr ein Freund von diesen Send-Kanälen. Also ich unterscheide da ziemlich zwischen, was gehört zum Sound als Sounddesign oder wie der Sound klingen soll. Als Einzelinstrument und eben dem Reverb oder dem Delay im Arrangement. Und man kann natürlich in jede Spur einen Reverb reinballern und dann versuchen zum Schluss, wenn man das ganze Ding abmischt oder mastern möchte, nochmal zusätzlich einen Delay drauf, damit alles so ein bisschen zusammenklebt und zusammen natürlicher zusammenklingt, aber warum soll ich mir das ans Bein binden, wenn ich das gleich von vorne weg machen kann? Das Erzeugen von den Stems ist jetzt auch nicht wesentlich schwieriger. Da geht man einfach die Spur auf Solo und bounced auf dem Master und schon hat man alles mit Effekten. Also das ist alles gar kein Thema. Also zusätzlich dazu, dass das auch CPU-sparend ist, wenn man halt diese Hall-Effekte in die Send-Regler reinmacht und man noch den einen oder anderen Vorteil hat, was die Sound-Klarheit angeht. Es ist auch noch CPU-sparender und insgesamt praktischer. Den Aufbau, den ich jetzt hier gemacht habe, der ist jetzt für mich und meine Arbeitsweise in letzter Zeit sehr untypisch, weil ich hier alles so flat aufgebaut habe. Normalerweise habe ich das alles. Jetzt weiß ich nicht, ob der abbricht, wenn ich das mache. Dürfte, glaube ich, nicht. Normalerweise gruppiere ich das alles. Und der hier oben heißt bei mir Track. Dann ist weiß. Und ist weiß. So. Dann kann ich hier alles zusammenklappen. Und was ich normalerweise auch mache, diese Send-Spuren sind bei mir normalerweise. Hier neue Effektspur sind bei mir normalerweise auch hier drin. Ich habe hier jetzt eine angelegt. Ich mache jetzt nochmal eine. Und schiebe jetzt hier die hier rein. Ich mache das deshalb mit den zwei Spuren, weil wenn man die an die falsche Stelle schiebt, hat man plötzlich eine Audiospur statt eine Effektspur. So. Das Schöne hier ist ja auch, ich kann während alles spielt, auch mit dem Noteledge, kann ich hier die Gruppenspur anlegen. Ich kann die ganzen Sachen hin und her schieben und alles spielt weiter so wie es soll. So, und um jetzt mein normales Setup ordentlich zu machen, heißt das bei mir. Naja, Ambiente nenne ich das normalerweise nicht. Bei mir ist das normalerweise FX, also für Effekte, was es ja auch ist. Und die beiden gehören eigentlich auch in den Effektteil mit rein. So, dann ist das mal aufgeräumt. Die spielen hier, der spielt ja, das ist der Yaw. Der Yaw gehört eigentlich auch in den Effekte rein. Also die erstmal gleich einfärben, gruppieren.
Und alles, was Melodie oder was Ähnliches spielt, heißt bei mir Lied. Dann kann ich das hier einklappen. Der Yaw ist Effekt, also wird der grün und hier ein Effekt da reingepackt. Und den hätte ich aber ganz gerne oben. So ist einfach nur. Das sollte natürlich noch ordentlich benannt werden. Das Vietnam. Dass man so ungefähr weiß. Nennen wir die Pizza jetzt endlich mal Plaza. Ja. Okay, das ist mein FX-Bereich. Dann den Sub-Bass oder Bass-Bereich. Mache ich normalerweise auch wenn es nur eine Spur ist, in eine Gruppe rein. Und das sind im Prinzip meine Drums oder Percussions. Ich nenne das immer nur Drums. Auch wenn es Percussions sind. So, und so sieht bei mir standardmäßig die hier unten die Sendspuren. Die kann man nicht gruppieren. Aber so sieht standardmäßig bei mir ein Track aus, den ich aufbaue. Kann das hier schön alles zusammenfassen. Ich könnte das komplette Ding hier duplizieren und quasi das auf stumm schalten oder einfach deaktivieren und mit einer alternativen Version arbeiten. Das ist auch nochmal der Vorteil. Das heißt, alles, was ich hier mache, kann ich auf einen Schlag duplizieren und habe quasi noch mein Backup da oben drin. Finde ich super mega praktisch, um einfach mal was auszuprobieren, wo man nicht weiß, finde ich da jemals wieder zurück oder ich muss erstmal nochmal abspeichern. Gut, abspeichern mache ich sowieso immer mit Steuerung S. Standardmäßig, die Hand liegt immer so auf der Tastatur und ab und zu drücke ich dann mal wieder Steuerung S. Und noch eine schöne Geschichte davon, dass ich das halt alles in den Bussen organisiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel rüber auf den Arranger gehe, ich ziehe mir jetzt einfach mal so eine Szene hier rüber. So, und das Schöne ist hier, wenn ich jetzt die Tracks hier zumache, ich habe hier oben diese Gruppenspur, diese Busspur. Und ich kann jetzt einfach hingehen und könnte die komplette Gruppenspur hier einfach mal zerteilen und die woanders hinschieben. Alles innerhalb dieser Gruppe, egal wie das angeordnet ist, geht da halt einfach mit. Wenn ich Zeit hier reinschieben will, sage, okay, hier brauche ich zusätzlich und das soll dann nach hinten verschoben werden, kann ich... Ich glaube, Steuerung Shift P oder Steuerung Stille einfügen. Genau, Steuerung Shift P. Kann ich einfach hier komplett nur hier oben auswählen, ohne dass ich gucken muss, habe ich jetzt alle ausgewählt oder fehlt da unten ein oder wie auch immer. Das ist einfach der Charme. Also, ich kann das auch zum Beispiel direkt hier machen. Einfach sagen: So, pass auf, hier muss ich noch was einfügen. Mache ich Stille rein und zack wird das hier nach rechts verschoben und ich habe hier einfach wieder ein, zwei Takte hier frei. Und deshalb arbeite ich hier wahnsinnig gern mit diesen Tracks und mit diesen Gruppen, weil mit diesen Gruppen kann ich das halt genauso machen. Kann die hin und her schieben, kann hier so eine Gruppe nehmen, kann die jetzt einfach hier rüber verschieben und die Bassspur verschiebe ich jetzt hier rüber. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich kann halt die einzelnen Spuren schön hin und her schieben, beziehungsweise halt den gesamten Track so organisieren. Und für meine Arbeitsweise, wie ich mir das alles angewöhnt habe, ist das super mega praktisch. Die andere Sache ist natürlich auch nochmal die Farbgebung. Da hatten wir es letztens auch nochmal im Discord so ein bisschen ausgetauscht, wer welche Farbgebung benutzt. Das geht wunderbar kunterbunt durcheinander. Aber ich glaube, wir waren doch alle so der Meinung, dass es doch wichtig ist, wenn man sich an seine eigene Farbgebung hält. Gerade wenn man dann nach langer Zeit mal wieder ein Projekt aufmacht, hilft das ungemein, sich da sofort wieder zurechtzufinden. Man sieht sofort, was sind die Drums, was sind die Bässe, was sind die Effekte, was sind die Leads. Auch wenn ich zum Beispiel in den Leads auch mal hingehe und das unterschiedlich farblich nochmal markiere, um einfach was hervorzuheben oder so.
Ist trotzdem klar anhand der Gruppenspur, was das hier ist. Und so ganz generell habe ich ja für meine Verhältnisse eigentlich ausreichend Farben, um irgendwelche Unterschiede so zu kennzeichnen. Meistens brauche ich maximal eine zweite Farbe, wo ich sage, oh, da ist nochmal ein Unterschied. Und ich kann das ja auch hier nochmal beschreiben, was ich da tue. Und der Vorteil von diesen ganzen Bussen ist halt immer, je nach Musikgenre und zusätzlich nochmal, wenn ich zum Beispiel gerade bei den, wenn ich sowas machen will wie Drum and Bass oder Techno oder irgendwas, wo halt die Bassdrum, die Kickdrum einfach durch den Mix durchkommen muss, kann ich halt auf jede Gruppenspur, außer auf die Drumspur, packe ich mir einen EQ mit einem Sidechain oder einen Tool mit einem Sidechain, wo die Kick quasi den entweder die Frequenz moduliert, die weggedrückt wird, oder den Lautstärkeregler drückt, die weg muss, sodass die Drums, egal was ich dann hier in diesen Spuren wieder mache, egal wie viele Unterspuren ich hier noch anlege, also wenn ich jetzt einfach nochmal ein paar Spuren hier anlege, die reagieren dann alle hier mit. Zum Beispiel, ich könnte es ja mal, mache ich hier einen EQ Plus. So, und die Bassspur zeigt mir das hier an. Dann mache ich hier einen Audio Sidechain. Mache den hier auf, den Modulator, und würde mir jetzt hier aus den Drums die Kick raussuchen, als Pre zum Beispiel. Und weiß ungefähr, die ist hier. Spielt jetzt halt relativ selten. Und könnte mir jetzt hier einfach, machen wir mit einer 24 dB und sagen jetzt einfach, okay, und du drückst mir jetzt hier alles weg, wenn die Kickdrum kommt. Das ist natürlich auch noch schön, wenn die Kickdrum bald spielt. Das sehe ich hier nicht, das muss ich hier sehen. Machen wir nochmal hier. Sieht man dann, wie das hier gesidechained wird. Kann das natürlich ein bisschen heftiger machen. So. Dann wird hier alles an Frequenzen weggedrückt. Beim Bass zum Beispiel. Dann kommt die Kickdrum knochentrocken durch, wenn ich sie nicht im Reverb drin hätte. Und im Delay drin hätte. Und dann kann ich zum Beispiel einfach hingehen, hier habe ich das in der Bassspur drin, und kopiere mir diesen EQ einfach auf alle weiteren Effekte. Ich kann das ja gerade mal hier machen. Weil die Shift, die Steuerung-Taste gedrückt. Ne, mehr habe ich nicht. Escape. Ups, ne, den wollte ich jetzt auch nicht aufrufen. So, nochmal die Drum, mal gucken. Ja, super, dass gerade alles ruhig ist. Probieren wir es nochmal. Man hört es ein bisschen am Ambience, dass der so unten weggeht. Wie gesagt, kann ich das natürlich auch mit einem Tool machen. Es ist völlig egal. Es ist ein Modulator, den ich überall einfügen kann. Ich mache es normalerweise, wenn ich es nicht so auffällig haben möchte, mache ich das mit einem EQ, dass der mir die Frequenzen wegdrückt. Wenn ich es auffällig haben möchte, nehme ich natürlich ein Tool-Device, was mir die komplette Lautstärke von einem Kanal runterdrückt. Jetzt habe ich doch wieder sehr, sehr viel gequatscht, obwohl ich eigentlich nicht so viel quatschen wollte, aber ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal die Gelegenheit wahr und erkläre nochmal so ein bisschen den Trackaufbau, den ich normalerweise hier habe. Um einfach auch mal so die Vorteile da zu zeigen. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein eigenes Video dazu. Weil es wirklich so von, wie ich mich da jetzt rangearbeitet habe an diesen Aufbau, eigentlich so das Beste. Ich mache mir bisher kein Template für sowas. Das könnte ich machen. Theoretisch,
Aber das ist so schnell gemacht, das Ganze eingerichtet. Also wenn ich das machen würde, würde ich mir wahrscheinlich hier diesen Track anlegen, eine MIDI-Spur, eine Effektspur, erstmal ohne Gruppen. Aber standardmäßig hat ja ein neues Projekt, wenn ich jetzt ein neues Projekt hier anlege, der standardmäßig eine MIDI-Spur drin. Zwar noch eine Audiospur. Ich hatte mir mal ein Template angelegt, wo halt die Audiospur nicht da war und wo die beiden Seiten standardmäßig eingeklappt sind erstmal. Aber dann klappe ich die hier auf, dann klappe ich die wieder auf, dann klappe ich sie wieder zu, je nachdem wie ich es halt einfach haben möchte oder was ich gerade einstellen möchte, macht bei mir spürbar keinen großen Unterschied. Deshalb gehe ich persönlich eher hin und sage, okay, ich nehme das Standard-Template, so wie es halt einfach ist. Und so wie ich den Song halt auch aufbaue. Also wenn ich rede ja im Prinzip jetzt nur davon, wenn ich einen Song erstelle, dann habe ich normalerweise so eine Grundidee, was ich machen möchte. Und ich könnte mir jetzt für verschiedene Genres verschiedene Templates anlegen. Aber das will ich nicht. Weil es könnte ja auch sein, dass dadurch, dass ich mir jetzt ein Template anlege und sage, ich mache jetzt, keine Ahnung, Drum and Bass oder sowas, und ich habe mein Template, dann mache ich das immer nach gemäß diesem Template. Und eigentlich sind ja so Sachen, wenn man auf neu stößt, sind es ja immer so Fehler in der Matrix. Also man vergisst mal was oder macht aus Versehen mal was anders, klickt irgendwo anders hin und hat dann plötzlich einen neuen Weg gefunden. Das will ich mir einfach nicht verbauen. Und wie gesagt, so diese Struktur anzulegen, das ist so schnell gemacht, das ist ein Unterschied von 2 Sekunden pro Projekt. Und das bringt es dann irgendwie nicht. Also ich könnte mir auch das hier so anlegen, Lead, FX, Bass, Drums. Aber dann hätte ich vielleicht in jedem Projekt einfach einen Haufen Leichen drin oder so. Ich weiß es einfach nicht. Also da müsstest du vielleicht hinterher aufräumen, wenn du alles sauber haben willst. Und es ist schwierig. Auch irgendwie Standard-Instrumente reintun. Gut, ich benutze sehr, sehr viel den Polysynth, könnte ich auch machen. Aber dann gibt es vielleicht einen Track, da will ich auch gar keinen Polysynth drin haben. Da will ich dann halt irgendwie in Phase 4 oder keine Ahnung, einen Surge habe ich ja hier gar nicht drin, weil ich alles mit Bitwig Devices machen wollte. Oder irgendwelche anderen VSTs oder so, weil ich da jetzt halt einfach ein anderes Genre bespielen will. Ja, Leute, wir sind jetzt schon bei 2,5 Stunden. Das wird die längste Practice-Session. Aber ich muss ja auch dazu sagen, diese Practice-Session ist auch so ein bisschen Ersatz für den Donnerstag, weil kommenden Donnerstag jetzt am... was ist denn das für ein Datum? Morgen, 16.09. Da bin ich nicht da. Falls jemand langweilig ist und hat Bock, so ein bisschen mir zuzuschauen, ein bisschen Musik zu hören, eher Musik zu hören, der kann sich das angucken oder ist ja nicht an den Tag gebunden. Man kann sich das auch vormittags anhören und nachmittags oder tief nachts. Das geht auch. Oder man kann das auch öffentlich aufführen, weil die Lizenz ist Creative Commons by. Also wenn das jemand öffentlich aufhört, muss er nur irgendwo hinschreiben, dass das von mir kommt, mir nicht.
Fände es zwar total schön, wenn mir dann jemand Bescheid gibt, hey, ich habe das hier gespielt und vielleicht auch noch kam gut an oder die Leute mochten es nicht. Kann ja auch alles sein. Freut mich total, wenn so eine Rückmeldung kommt. Aber gezwungen ist man nicht. Und ich habe es ja schon erwähnt, wir haben ja einen Discord-Server zum Chatten und zum Austauschen, uns gegenseitig helfen. Wer da Lust hat, wir machen auch ab und zu seit kurzem so ein paar lustige Wettbewerbe oder so Challenges sind es mehr. Da gibt es nichts zu gewinnen außer Ruhm und Ehre, aber wir haben eine Menge Spaß. Und wir haben jetzt einen Sample-Wettbewerb gemacht, das heißt ein Sample von 1-2 Sekunden wird vorgestellt und dann wird halt gesagt, nach welchen Regeln man Musik mit dem Sample machen kann. Das letzte Mal war das, man musste alle Instrumente aus diesem Sample kreieren, außer Schlagzeug. Das konnte man dann mit seinen normalen Percussions machen. Und bisher sind auch schon ein paar Remixes eingegangen. Die werden dann auch immer ganz brav auf der Homepage verlinkt, auf der sendaidokai.de. Und der Wettbewerb läuft jetzt noch bis zum 23. September, also nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag? Nächste Woche Donnerstag, genau, da ist dann quasi Schlusstermin. Mal sagen, okay, ist jetzt mal abgeschlossen. Und dann denken wir uns einen neuen Wettbewerb aus und haben uns vielleicht gedacht, wir machen so unterschiedliche Wettbewerbe. Diese Wettbewerbe sind dazu da, einfach so ein bisschen Dinge zu üben. So, man kann zwar für sich selber Musik machen, das ist auch total schön, entspannt und macht total viel Spaß. Aber manchmal muss man sich ja auch mal ein bisschen zwingen, Dinge zu tun, um Sachen zu lernen. Und dazu sind eigentlich die Wettbewerbe da, dass man etwas vorgegeben bekommt und dann in eine Richtung arbeiten muss. Beziehungsweise halt mit Regeln arbeiten muss, wie das ist. Das kann zum Beispiel sein, dass wir das nächste Mal einfach nur eine Melodie vorgeben, eine ganz kurze. Und die Melodie muss verarbeitet werden, muss dann einfach im Song erkennbar vorkommen. Oder es gibt noch eine ganze Menge andere Ideen, was wir da machen. Und was ich noch machen möchte, ist auf jeden Fall für den Wettbewerb und ich denke mal auch für die anderen Wettbewerber. Einfach von den Leuten, die Lust haben, so eine Minute oder zwei kurz was drüber zu erzählen, wie sie den Song gemacht haben, wie sie daran gearbeitet haben, wie sie es fanden vielleicht oder wie auch immer, kurz was dazu sagen, dass wir so ein zusammenfassendes Video noch dazu machen, zu dem gesamten Wettbewerb, so als Krönung dazu. Fände ich einfach total schön, wenn jeder Künstler so ein bisschen was dazu erzählen möchte. Wie gesagt, das ist kein Zwang. Aber ich finde sowas halt immer super interessant, weil ich sage das oft genug, wenn so ein Wettbewerb offen genug ist, kriegt man teilweise völlig andere Dinge, die man erwartet hat. Und das ist, finde ich, für mich persönlich eine Rieseninspiration. Egal wie professionell das ist, egal wie einfach das gehalten ist, wie komplex, das ist völlig egal. Das Interessante ist immer, wie geht ein Mensch an sowas ran und was kommt dabei raus? Und was ich draus machen kann, das weiß ich, was dabei rauskommt. Aber ich finde es halt auch immer interessant, was bei anderen herauskommt. Auch bei den ganzen Remixen, die wir machen, bin immer wahnsinnig erstaunt und geflasht, auf welche Ideen die Einzelnen kommen. Und das finde ich halt total super. So, ich denke jetzt aber, bevor wir noch auf die 3 Stunden zugehen, ich denke mal, das reicht auch. Und ich habe jetzt auch langsam genügend gequatscht, beende ich so langsam mal die Practice Session, die lange, lange Practice Session. Und falls irgendjemand bis hierhin durchgehalten hat,
vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn ihr sowas mögt, kann ich das ja gerne wieder machen, wobei Ambient ist vielleicht, kann man machen, aber vielleicht dann noch ein bisschen Ziel. Also ich würde es dann wahrscheinlich eher so Richtung Chill-Out dann machen, also auch so mit ein bisschen mehr Rhythmus. Ja, einfach ein bisschen vielleicht launchiger oder so. Und ansonsten mache ich ja solche Sachen auch oft am Donnerstag, wenn ich den Livestream auf YouTube und Twitch mache. Aber vielleicht habe ich zwischendurch einfach mal Lust, sowas in der Richtung so unabhängig von Donnerstag machen, weil Donnerstag ist ja dann auch immer so die Kommunikation mit dem Chat einfach auf da, wo ich versuche, Fragen zu beantworten, sofern ich sie denn beantworten kann. Und ja, ich glaube, ich sollte mal langsam wirklich aufhören, sonst rede ich hier noch stundenlang. Gut, also nochmal vielen lieben Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst einen Daumen da, ein Abo da, drückt die Glocke, die ist sowieso nicht zuverlässig. Ich habe die schon statt Notification Ignorantification genannt, weil ich kriege die Benachrichtigung immer nicht dann, wenn irgendwelche Streams losgehen oder irgendwie sonst was. Es kommt bei mir meistens so eine Stunde oder drei später. Keine Ahnung warum. Am besten funktioniert bei mir immer noch mein eigener Kalender. Wenn ich das da eintrage, dann weiß ich das auch. So, ja, teilt die Videos weiter, erzählt von mir. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Leute dazu kommen, auch gerade in die Community, auf den Discord-Server. Die Adresse des Discord-Servers steht auf der sendaidokai.de-Seite unter Kontakt. Ich packe den Link auch nochmal in die Beschreibung von dem Video. Der Link nach Wikipedia packe ich natürlich auch nochmal da rein. Das, was ich vorgelesen habe. Sehr viel mehr ist es da auch nicht, aber da kann man es wenigstens nochmal nachlesen oder hier nochmal nachhören. Und jetzt würde ich mich dann so langsam auch verabschieden. Ja. Und wünsche euch eine wunderbare Nacht. Einen tollen Tag, einen wunderbaren Morgen. Egal wann und wo ihr seid. Das ist eine Zeitreise. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.